Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Rölping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Gwinnett-Brauerei abgeschossen, was auch immer wir da vorhatten. Und ja, ich wollte eigentlich meine Sachen einlagern, aber Deacon hat mich dann direkt wieder angequasselt und hat irgendwas Neues von sich gegeben. Und ja, deswegen müsst ihr euch leider die ganze Einlagerprozedur jetzt auch mit angucken. Sorry, ich hätte auch eigentlich jetzt hier die Aufnahme starten können, fällt mir gerade auf, aber egal. Ja, Dicken hat mich direkt angequasselt, nachdem ich mich dahin teleportiert habe, konnte ich mir natürlich nicht anhören, deswegen auch schnell geladen und jetzt sind wir hier. Und ihr seid auch hier mit mir. Da seid ihr auch. Und ich bin auch da. Da, ich bin der Wortjunge und ihr seid die Typen mit dem verlorenen Arm und der Knarre an der Brust. Guter Vergleich, gut. Ich habe nur noch wenig Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level up frei. Hey, So, die ich kann. muss dir was Wichtiges sagen. Ja, Es super, ist Country Crossing ist jetzt wirklich toll, kaputt. dass du meinen Mist erträgst. Es ist so. Ich hatte schon lange keinen Freund mehr. Ich bin ein Lügner. Jeder weiß, dass ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin ein Betrüger. Durch und durch. In meiner Jugend, vor langer, langer Zeit war ich, tja, Abschaum. Ein Fanatiker. Und zwar ein sehr gewalttätiger. Warst du wirklich so schlimm? Noch schlimmer. Ich war bei einer Gang in University Point. Wir nannten uns die UP Death Claws. Wir terrorisierten jeden, den wir für einen Cent hielten. Wir stachelten uns gegenseitig an. Erst kamen Sachbeschädigungen, dann Prügeleien und dann schließlich Lynchmord. Unser Anführer war überzeugt, dass wir einen Synth gefunden und getötet hatten. Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher. Das wusste ich nicht. Das weiß niemand. Also habe ich mich von meinen Brüdern abgewendet, den Kontakt abgebrochen. Später wurde ich Bauer, wenn du mir das glaubst. Dann traf ich jemanden. Sie sah etwas in mir, von dem ich nicht wusste, dass es da war. Barbara war einfach da. Wie war sie so? Ihr Lächeln war wie auf diesen alten Magazinen. Ihre Augen. Wir wollten Kinder. Wollten überleben. Dann eines Tages stellte sich heraus, dass Barbara ein Synth war. Sie wusste es nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, wie die Death Claws es erfahren hatten. Aber es wurde blutig. Karma hat dich erwischt. Mist. Das tut mir leid. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel. Ich weiß, dass ich die meisten Claws getötet habe. Das hat wohl Eindruck gemacht. Die Railroad kontaktierte mich. Sie wussten, dass meine Frau tot war und sie wussten, was ich getan hatte. Die Railroad hat dich aufgenommen, obwohl du bei den Death Claws warst? So viele Jahre sind vergangen, dass es außer den Claws wohl niemand mehr weiß. Sie wissen nur, Lass mich dass raten, wir kommen jemand irgendwann sich zurück, gewählt hat. ja. Ich weiß nicht mal, warum ich lüge. Aber ich kann einfach nicht die Wahrheit sagen. Tom, Des, du, sogar dieses Arschloch Carrington. Alle verdienen es, in der Railroad zu sein. Ich nicht. Ich stehe für alles, was mit diesem scheiß Commonwealth nicht stimmt. Du bist mein einziger Freund. Ich verdiene dein Mitgefühl nicht. Ich bitte nicht mal darum. Aber ich dachte mir, du solltest es wissen. Jeder hat eine Vergangenheit. Wichtig ist, dass du es wieder gut machen willst. Ich bin auf deiner Seite. Also, ich hab's nicht so mit Umarmungen. Also ja, Oh, danke. okay. Nacht und Nebel. Okay. Den kann ich komischerweise nicht umwerben. Den konnte ich umwerben. So, was ist denn? Country Crossing. Ich war. Kann es sein, dass die eine höhere Moral hatten als. Was? Schutz? Ach, die haben ein paar Sachen kaputt gemacht. Boah. Ah, na gut. So, langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Langsam weiß ich gar nicht mehr, wen ich schon hatte und wen ich schon genommen habe und wen ich Degen.
Hältst du plus 40% Stealth-Beutdauer und plus 20 Schaden durch Schleichangriffe? Boah, das ist richtig geil. Die lohnen sich echt die ganzen Fähigkeiten. Also Stealth-Volt benutze ich jetzt nicht so, aber wenn ich den benutze, dauert er auf jeden Fall schon mal länger. Und Schleichangriffe tun jetzt noch mal höheren Schaden an. Boah, geil. So, ich bin. Am besten wäre irgendwie, wenn ich die so ein bisschen filtern könnte. So. Nach. Weil nicht. Das vermisse ich. Das könnten sie noch einbauen. Ja, dass man irgendwie so einstellen kann, dass man. Dass hier einige Sachen durch Fähig. Durch die Skill-Tabelle gelernt worden sind. Wie das hier. Dann könnte man eine Kategorie haben, wo hier alles durch Magazin gelernt wurde. Dann eine Kategorie, wo man alles per. Verbündeten gelernt hat und so, das würde ich mich noch. Das wäre ein bisschen praktischer. So, ich glaube, Nick haben wir noch nicht, ne? Jetzt langsam doch ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, Dogweed haben wir auch nicht, falls wir von denen überhaupt eine Dings bekommen können. So, dann wisst ihr, was los ist, ne? Ja, warte mal, erstmal Sachen einlagern. Verkaufen tue ich auf Screen. Also die Magazine hier wieder verteilt? Nein. Mein Gott, die muss ich wieder alle irgendwie hinstellen. Ah ja, ich habe ein bisschen hier so was geändert. Sieht jetzt so aus. Ah, schön, ne? Irgendwann werde ich die alle benutzen. Ich glaube, so auf den 200. Part werde ich irgendwie. Ich werde irgendwann versuchen, diese einen Skill zu bekommen, wo man länger mit Power-Armors rumlaufen kann. Damit es das auch direkt lohnt oder so. Wer weiß, wie lange das Projekt hier noch wird. So, erstmal den ganzen Schrott hier einlagern, den ich noch hab. So, Deacon, ja, der findet seinen Weg wieder nicht herein. Ah, was? So wenig nur? Ach, die ganzen Mentats und so, die. Ja, die tun aber nicht so viel Platz wegnehmen. Könnte ich alle verkaufen, schön. So, was tut mir hier noch so viel? Den Big Boy kann ich wegballern. Ja, lass mal den Big Boy weg. Der hat mich in letzter Zeit ein bisschen zu oft weggehauen. Immer irgendeine andere große Waffe. Erstmal mit einem Minigun. Aber ich habe immer Angst, die Munition ist immer so schnell weg bei sowas. Kammerkanone. Warte mal, Dings, Lorenzo. Ja, Lorenzo. Nehmen wir den seine Waffe mal mit. Weil die kann auch gut sein, um den Gegner fernzuhalten. Dann brauche ich nicht mehr so einen riesigen Schaden. So, nee, da runterspringen wir, glaube ich, nicht so gut. So ein Dingens, ja. So, dann ja, gehe ich mal nach Sanctuary und tu mal einen neuen Begleiter wieder einstellen. Mal dick drin, aber das ist, glaube ich, der erste Begleiter, den wir bekommen haben. Der zweite, dritte, irgendwie so. Aber Zeit, ja, da ist meine geklaute Power Armor immer noch. Jedes Mal als geklaut bezeichnet wird und niemandem gefällt, wenn ich die benutze, dann Nick. Bei denen dürfte eigentlich auch nicht so schwer sein, ach du, ja. Den dürfte eigentlich nicht so schwer sein, hier, wenn ich. Obwohl, ich habe vor mit. Also, warte, komm du mal mit Strong. Oh. Also ein Nein hätte auch gereicht, Strong, okay. Boah. Ja, MacReady. Das Dance, okay. Warte mal, der war vielleicht auch nicht schlecht. Paladin Dance. Strong. Ja. Strong sehen viele neue Sachen mit Mensch. Strong mit Mensch gehen. Ja, komm Ja, mit mir. komm mit. Strong gehen. Na, kannst du mir wieder
weil wir dagegen stimmen. Vielleicht sollte ich mal so ausprobieren. Vielleicht kann ich auch noch irgendwie Sachen essen oder irgendwie Sachen nehmen, wie Psycho und so. Vielleicht gefällt dir das ja auch. Ist aber, wenn wir schon lange nicht mal geredet haben, mit der alten Oma. Aber wir sollten mal hier mit einigen Leuten mal reden. So, du hast jetzt auch Funkfernsehen. Du suchst, das weiß ich. Hey. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal führt? Also Mentats dieses Mal. Die sind toll. Mehr was für Wissenschaftler und Techniker, aber warum sollte die alte Mama Murphy kein geheimes Genie sein? Hier, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Was zum Teufel? Ich sehe dich umgeben von ausgestreckten Händen. Alle brauchen sie deine Hilfe, Kind. Alle möchten sie, dass du die Dinge auf ihre Weise siehst. Und ob du es willst oder nicht, du wirst entscheiden müssen, welche Lebensweisen im Commonwealth weiter fortbestehen und welche enden. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd schon wieder. Früher oder später. Okay. Hey. Was? Gutes Fleisch. Nicht zu früh. So, was war das? Das war alles. Ich fress das mal. Vielleicht gefällt Ihnen das. Om nom nom. Boah, war das lecker. Anscheinend nicht. Gut. Mach mal strong jetzt, auch wenn es sehr schwierig wird. So, weiter, weiter, weiter. Ja, mach mal weiter, mach mal weiter. Die meisten gewöhnlichen Menschen sollten nur eins, ein glückliches, friedliches Leben. Würde sich darf nichts öffnen in seiner Anwesenheit, weil er immer Kacke findet. Das ist Mist. Ich werde mal einfach meine ganzen Dinge ausprobieren. Ich habe ja ganz viele Drogen bekommen hier. Von der einen Mission. Und. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, mag es auch, wenn ich Waffen oder Munition oder so mitnehme, oder? Ich probiere einfach ganz viele Sachen aus und guck einfach. Ich muss Tagebuch führen, habe ich das Gefühl, mit dem. Immer ja wohl irgendwann mal seine Fähigkeit geben. Das Geräusch da, was das sein? Du bist ja noch angeschwächt. Wohl nichts Sicheres. Wer da sein? Finden die Menschen! Das, ich höre was. Strong wohl hören, zeugt das gar nicht da sein. Was das? Da hängen deine Eingeweide um den Hals. Eins. Was? Oh, mein Knie. Was? Was? Was war das? Alter! Das war ein Schuss, ein einziger Schuss war das gegen mein Knie. Ich glaube, meine Abenteuerkarriere ist vorbei. Was war das? Das war ohne Scheiß, da war doch nur ein Schuss oder so. Ich hatte noch volle AP, oder? Oder habe ich da jetzt nicht aufgepasst? Ich wurde da vorhin nicht getroffen. Ich meine, ich hatte noch voll AP. Ja, bis dann. Ja. Boah, ich mache jetzt schon dreifachen Schaden. Jawohl. Warte mal. Meine Güte. Eine Sekunde.
20%, ja. Also ein Fünftel von 2,5. Das ist wieder 0,5, ja. Weil das heißt, ich mache jetzt schon dreifachen Schaden, geil. Ja, okay, ist besser, als wenn dann irgendwie so unsichtbar werden, ne? So. Das ist zwar jetzt richtig geil. Vor allem gleich habe ich wieder ein Level up, da wird das nochmal erhöht. Was ist das? Ist das Aoi? Das ist ein Kriegsfürst. Der kann mir doch nicht so viel Schaden machen mit einem Schuss. Das ist so geil. So. Ich habe ja in letzter Zeit viel Beweglichkeit geskillt. Ja, so schnell werde ich auch nicht mehr. Ja. Weiß nicht, ob du die Person warst, die mich mit einem Schlag erledigt hat, aber. Du schreien, nett. Oh, geil. Boah, geil. Gaussgewehr mit einem Effekt. Jetzt wird's richtig geil. Okay. Mein Vorschlag kann man mit. Nix, okay. Vorschlag kann man weg. So. Ich glaube, der tut manchmal zu schnell, wenn ich Munition oder so mitnehme. Dann fangen wir mal an, Sachen zu nehmen. Ich nehme mal Buff out. Next, okay. Ich nehme mal Jet. Aber ist die Zeit, ob abläuft? Nein, okay. Den Medics. Jet wirkt nicht mehr. Habe ich Mentals. Nix. Den Psycho. Nix. Die anderen Sachen sind eigentlich nur eine Verbindung davon. Dann nehme ich, weiß nicht, Blutpaket. Ich soll ja Leichen fressen, aber wie soll ich denn das machen, wenn ich nicht ein Skill dafür habe? Jetzt extra ein Skill zu holen, nur um einen anderen Charakter jetzt hier lieb zu haben, der mich lieb hat. Das ist auch ein bisschen doof. So, ich will mich gerne mal umbringen. Ich weiß, ist ein bisschen doof, aber. Ich bin ja schon wieder hier voll irgendwie gedröhnt. Lo, lo, lo. Ich tue ungern Sachen verschwenden, also. Vielleicht sollte ich ja mit Nahkampfangriffen kämpfen. Er muss da irgendwie ja zustimmen. Wenn ich den dabei habe, ist irgendwie doof. Ich meine, ich tue mehr Verlust machen, als ich irgendwie gewinne. Ich will vielleicht gar nichts dran öffnen. Ich frage mich, wie er reagieren würde, wenn ich Milch irgendwo finde. Er sucht nach der Milch der Menschenleber. Also wenn ich dann irgendwo mal wirklich Milch finde, ne? Man könnte er noch mögen. Er ist ein großer, muskulärer Typ, der gerne Sachen kaputt haut. Das mögen solche Leute.
Ja, da jetzt geht das schon wieder los. Wir sind safe. Und er denkt natürlich wieder, ne. Ja. Boah, das gibt's doch einfach nicht, ey. Bei ihm komme ich nicht voran. Das ist ein riesiges Problem gerade. Und ich komme immer an irgendwelchen Schlössern und so vorbei. Ihn werde ich irgendwie nie maximieren können. Außer also, das hat auch irgendwie so was mit zeitlich zu tun. Wer weiß, vielleicht geht ja, vielleicht gibt es da irgendwie so einen unsichtbaren Wert oder so. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Weil einige andere Charaktere haben auch nicht irgendwie so einen Eindruck gemacht, als würde ich die ganze Zeit irgendwas machen, was denen zustimmt. Aber trotzdem habe ich es geschafft, irgendwie. Trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, die zu maximieren. Also vielleicht geht irgendwie so ein Freundschaftswert so immer ein bisschen hoch, wenn ich die so mit mir habe. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Ansonsten habe ich ein Problem. So. Keine Ahnung. Oh, da war Schrotpatron drin. Wo ist der Sack nochmal? Da. Nein. Hier. Sehr gut. Gut. Der wird mir schon irgendwann zustimmen. Hoffentlich. Oh, hier. Ja, ich muss auch gleichzeitig darüber, ne? Verdammt. Ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Glaube ich, der beste. Dieser Trish hat doch irgendwie hat gesagt, ich soll die Stolperdrähte gleichzeitig deaktivieren oder so. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum. Die hat halt gesagt, irgendwie ich brauche sie, aber dann ist sie doch nicht mitgekommen. Und plötzlich bin ich hier. Ja, jetzt mein Zombie-Killer 5.8. Boah. Sprung-Shot. Wenn du das gut findest, dann stimm mir doch bitte zu. Oh, Mini-Atombomben.
Sehr geil. Doch mal denn da noch. Ja, das wird so nix. Ach, hier muss ich was machen. Ja, toll, kann mir wieder. Den ganz hier nicht zustimmen. Okay. Man hätte auch einfach hier runterspringen können, okay. Und Fusionskern. Ich glaube schon so um die 70 oder so. Nächsten Part wird er gegessen. Okay. Hey. Irgendwas zu sagen noch? Strong. Gutes Fleisch. Nicht zu frisch. Nehmen was, Mensch. Das ist alles. Also, oder eigentlich das Menü öffnen. Okay. Kann dir das wenigstens nicht gefallen, verdammt. Gut, dann würde ich sagen, ich bin den Part hier. Wir gehen dann in der nächsten Folge hier rein. Von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.